Na gut, dann fahren wir zum M. Das wird der Michael sein, obwohl der ja eigentlich gar nicht da ist. Egal. Ich mag jetzt keinen Taxiauftrag. Oh, da war doch schon wieder so eine Zufallsmission. Und bam! Das war ich schon der Richtige, ha? So. Wo ist denn das Zeug? Da liegt's rum. Ja, ja, sind eh Good News. Here, man. Man, I'm a hypocrite. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. Na bitte, 200 Flocken haben wir uns da wieder. Großgewinn quasi, ne? Ey, was... Was steht denn da rum? Das ist doch um eine Ecke schicker. Das ist doch um eine Ecke schicker da. Nehmen wir uns das. Sicherlich Alarmanlage, gehe ich mal davon aus. Der schaut uns jetzt zu beim Autofladern. Oh, soll's. Stört uns nicht. Okay. Gut. Naja. Der schaut ja optisch recht fein aus, aber fahrerisch kann er nicht allzu viel. So. Zum Michael müssen wir. Naja, ich habe, da ich immer noch die Meldung gekriegt habe, dass der Michael und der Trevor untergetaucht sind am Land. Trotzdem tut sich jetzt was bei Michael. Vielleicht kommt wieder eins von Michaels Kindern ins Spiel. Der Jimmy oder sowas. Dem würde ich dann gleich die Karre mal abnehmen. Aber keine Ahnung, schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Wir sind schon da. Türe geht auf. Sehr gut. So. Ist da jemand zu Hause? Hallo? Tatsächlich. Der schaut wirklich rein. Where you at, man? Your house is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. Alright, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? A business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something
to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! Das ist einfach irre. We've got a plane over at the airstrip, but... Great, let's go! Jetzt holen wir uns wieder so eine Meriwether-Partie. What are you going to do? We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Giving back the hardware. That was bullshit! Right. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. Just the plane I need to take on a heavily armed, tax-funded militia. Na, was haben wir denn da Feines stehen? Nettes Flugzeug. Get in touch with my Mexican contact. Tell him we got some guns to sell. Oh Gott, jetzt bin ich schon so lang nicht mehr geflogen. Hoffentlich geht das gut. Schauen wir halt einfach einmal. Ah, der kommt schon ein bisschen schwieriger in die Höhe, aber er ist in der Höhe. Passt! Yeah! Niedrig fliegen. Okay, da haben wir wieder das mit der Radargrenze. Habe ich verstanden. Das Blaue ist ja wohl das Flugzeug. Au, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu nieder. Dass ich das jetzt nicht gleich wieder versemmel. Cargo planes on my 12. Got the weapons they're using to enslave us on board. If we could get a hold of them. Oh my god. So, da vorne ist er das schon. Da oben fliegt doch ein Flugzeug. Ja. You got bad information, brother. I'm fine. Alter, ich bin doch eh schon so tief. Nerv jetzt nicht rum da. Da vorne, da oben, das müsste ja schon der Flugzeug sein, theoretisch. Ja. Ja. I'm in control of this. Oh, scheiße, das. We're flying by the military base now. Avoid it, boss. Don't fly over. Ja, sure. Yeah, sure. Ich bemühe mich. Gehört das dann noch zu dem Flughafen da unten dazu? Ja, fliege ich lieber nicht drüber. Da vorne ist er. Muss ich da nur noch rankommen? Okay.
start monitoring you at that altitude. Ja, ja. Altitude corrected. Scheiße. Ja, ich bin auch eh schon so tief. Oh Gott, das ist empfindlich. Altitude's just fine, Ron. Genau. You know, Ronald. Ronald, you there? Trevor. Ronnie, old boy, I never thought I'd say this, let alone think it, but it's good to be working together again. I can't tell you what a pleasure it is to have you back. We're a good team. Every team needs a leader and a mindless follower or two. That's right, boss. Okay. Komme ich da auch näher? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da gar nicht näher an das Flugzeug. Jetzt haben sie auch zum Quatschen aufgehört. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht wieder. Na, schauen wir mal. You speak to Oscar? The Mexicans? This deal on? Flying the high's gonna draw attention! I'm plenty low enough, Ron. You want me to put my nose into the dirt? Dick. Ist ja auch total unauffällig da über die Straße im Tiefflug drüber, das fällt auch niemanden auf. Aber Hauptsache ist, wir sind nicht am Radar, ne? Das denke ich mir mal. Aha. Gleiche Höhe. Fliege dicht an das Heck des Frachtflugzeuges. Na, machen wir das halt einmal. This is Captain T in a 1989 Crop Duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Unidentified aircraft, divert your course or we will be forced to shoot you down. Uh-oh. Really? Shoot me down? Well, that seems a little extreme, doesn't it? So. Final warning! Divert or you will be grounded! Jetzt haben wir da Turbulenzen. Das wird wahrscheinlich von dem Flugzeug sein. Die Verwirbelungen, die Luftverwirbelungen. We are clear to engage! Oh oh. Da soll ich jetzt... Nein. Oh oh, das geht wirklich. Scheiß die Wandern. Alter Schwede. Oh 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 oh, Schisserei. Aha, er hat eh schon richtig einen Prügel in der Hand. Aha, okay. Scheiße. Habe ich da schon wieder so wenig Energie gehabt? Warum ist man dann immer so schnell tot? Eieieiei. Was soll's? We got a cockpit! So. Noch einmal in die Fresse rein. So, jetzt werden wir da mal vorrennen. Ah, ist eh klar. Wenn mich da gleich wieder einer trifft. Geh in Deckung. So, sind jetzt noch Typen irgendwo?
schaut einmal gut aus. Okay, keiner mehr da. Dann rauf. Müssen wir sicherlich ins Cockpit. Get out of my cockpit! How's the man supposed to enjoy his beer and peanuts with all these pumps? So, wer schießt da jetzt noch? Who's gonna fly this thing? Okay, übernimm die Steuerung des. Oh oh, jetzt muss ich einen Riesenvogel fliegen. Geil, geil, geil. Come in, air traffic control. There's been a change of.